Hallo Freunde und mittendrin zurück hier. Björnsen 1 zockt Far Cry 4. Wir sind hier gerade mitten in der Mission. Wir sind auf 8000 Meter Höhe. Wir haben kaum Sauerstoff. Wir müssen uns hier, leere Kartons auswählen, suchen. Nein, wir müssen hier spezielle Lieferungen abholen. Und wir müssen immer unseren Sauerstoffgehalt im Auge behalten. Oben in der Anzeige seht ihr den. Und hier lauern überall Gegner. Es ist unglaublich schwer. Erinnert mich ein bisschen an The Long Dark, was ich auch aktuell zocke, aber hier ist natürlich mehr Action drin. Da bin ich schon froh, wenn ich eine Kugel finde. Wir haben uns immer natürlich viel besser ausgerüstet. Ist auch hoch da. Das hat ja gut geklappt hier. In dieser Höhle. So, ich denke mal, hier wird auch ein Paket so versteckt sein, dass man es nicht so ohne weiteres findet, so wie wir jetzt gerade. Und da kriegen wir echt ein Riesenproblem. Zumal wir hier wirklich... So, Sauerstoff. Ja, super. Astralen, ja, toll. Da hinten geht's hoch. So. Scheiße, ich hab's mir schon gedacht, ey. Ich hab's mir schon gedacht, hier wird auf jeden Fall auf dieser Mission wird hier irgendwas noch passieren. So, da hinten haben wir das Ding nicht gefunden, also. Ja, wir haben auch GPS am Start, aber finde ich persönlich, ja, es zeigt uns schon den Weg, aber da hier auch permanent Gegner sind, so die Richtung. Wahrscheinlich da oben. Boah, nein. Boah. Also das ist echt eine Mission zum so, Sauerstoff wird wieder mal schwach. So, müssen wir dann schauen, in welche Richtung das macht. Hau ab, ja. Nein! Das gibt's doch nicht, ja. Das darf doch nicht wahr sein. Mann, ja, wir kämpfen im Prinzip gegen drei Gegner. Also, wir kämpfen gegen die Tiere, gegen die Zeit und gegen die Gegner. So, und jetzt werde ich hier erstmal eben hier weitermachen. Nein, ich wollte X wählen. X. Ich wollte doch die Lieferung lokalisieren. So, jetzt X. X. So. Da oben. Ja, super. Bringt uns das tolle Ding ja sehr viel. Wir müssen uns auch hier permanent beeilen. Was habe ich denn hier für eine Waffe ausgerüstet? Was habe ich denn da für eine Waffe ausgerüstet? Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. What the fuck, ey. Mann, ey. So. Freunde, jetzt. Also, ursprünglicher Plan. Wir gehen hier weiter. So. Also, hier hoch. Da hoch. Also, weiter zum ursprünglichen Plan hier. Komm. Hier oben kam Viecher, wir haben Sauerstoff voll. So, wohin geht's weiter hier? Alles klar. So, jetzt kommen sie gleich. Diese, was auch immer das sind. So, Tracker. Alles klar. Also, hier ist noch nichts. Hier müssen wir eh hoch. Wahrscheinlich. So, hier müssen wir hoch. Alles klar. So, jetzt geht's ab hier. Da hinten müssen wir hin. Bestimmt da oben drauf. Frage ist, wie kommen wir da hin? Da oben. Da oben ist ein Haken. Ich höre ihn schon. Nein, ich höre ihn schon. Ich wusste es doch. Verpiss dich. Hau ab.
So, da oben ist mein. So, da müssen wir hin. Alles klar. So, Attacke. Und los. So. Ja, lass den Adler. So, wo ist es? Hier muss er irgendwo sein. Hier ist es, oder? So, Stoff. Wo ist denn hier das Ding, Mann? GPS ausrüsten. Wo denn? Da. Ja, dann durchsuch ihn doch, Mensch. Oh, ey. Nein, das gibt's doch nicht. Wo kommt der denn her? Ich krieg die Krise. Warum sagt er mir denn, wenn ich die ganze Zeit dieses, die ganze Zeit diesen Typ da auswähle? Ja, wollen Sie jetzt Ihren GPS ausrüsten? Nein, ich will ballern und ich will ihn durchsuchen. Wollen Sie nicht vielleicht doch mal eben GPS ausrüsten? Ich meine, Sie stehen direkt davor, Sie sehen es, aber wollen Sie nicht mal lieber auf Nummer sicher gehen? GPS ist gut. Nein, ich will das Ding nehmen. Fuck. Es gibt auch so oft hier diese Auswahlmöglichkeiten, ne? Wählen Sie Option A, wählen Sie Option B. Bitte wählen Sie. Ja, der Tracker reagiert. Du Arschloch-Tracker, dich brauche ich nicht, Echt, Ich hab's doch schon gesehen. So, Sauerstoff, her damit, danke, tschüss. Mann, der wählt doch sonst auch mal zwei Sachen aus. Ich hab E gedrückt und tausendmal und ich hab's gedrückt und nochmal gedrückt und nochmal und ich weiß nicht. Da oben ist jetzt der Adler, so, und hier oben ist jetzt dieses. Wahrscheinlich brauche ich jetzt gefühlte 180 Schuss. So, wo ist er? So, ich weiß nicht. So. Durchsuchen, komm. Ja, du hast wieder eine leere Box gefunden. Wie schön. Da unten ist das Vieh. Wie kam der hier hoch? Guck mal, so kommt der hier hoch. Ja, ein ganzes Magazin. Ja, sicher. Und schnell weg. Lauf weg. Alter. Lauf weg, ey. Du hast eh keine Chance, ey. Lauf weg. Stürz den Abhang runter, brech dir alle Knochen. Nein, mach das nicht. So, weiter geht's hier. Steuerung zum Heilen, ja, alles klar. Lauf. Lauf, 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 lauf. Nein, D. Komm, 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 komm. Mann, mach schon. Mach schon. Hau ab. Und. Super. So. Eieieiei. Ja, Freunde, das ist hier eine Mission. Das ist nichts für. Ich sag jetzt nichts. Doch, ist es auch. Es ist eine Mission für alle Geschlechter. Wahrscheinlich habe ich auch weibliche Zuschauer, die Mission viel besser spielen als ich. Gehe ich mal stark von aus. Gut. So, hier zeigt mir immer grün an. Ja, ich habe da eh keine Möglichkeit. Da muss ich durch. So, und hier drin? Er ist bestimmt hier drin, ne? Ja, ich wusste es doch. So, und durchsuchen. Komm. Und die nächste Box. Aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt er mich her? Ja, das frage ich mich auch, ja. Warum schickt er mich hier für leere Schuhkartons hier hin? Ich höre sie schon. So, Sauerstoff ist immer noch ziemlich am Arsch. Wir müssen irgendwie dahinter, ey. Wo müssen wir denn hin? Oh, nee, Freunde. Nee. Und ein Braunbär. Jawohl, ist klar, ne? Ich weiß echt nicht mehr weiter. Zwei volle Magazine, ne? Draufgerotzt. Ich glaube, die Waffe ist einfach nur scheiße. So, wie kommen wir jetzt rein? Wir müssen hier auf jeden Fall erstmal eben raus aus der Höhle. Wir müssen hier raus, Freunde. Ja, echt. Aber dein Fell, Freundchen, echt, das nehme ich mir auf jeden Fall noch mit. Da kannst du mir sagen. Was geht nicht? Komm,
Ja, wollte schon sagen, ey. Wenn ich dich schon mal kalt mache, nehme ich mir mal dein Fell mit. So. Siehst du? Neues Upgrade. Also, wie kommen wir jetzt hier raus, ey? Fucking. Hier hoch, komm. So, Sauerstoff ist ziemlich am Arsch. Wir müssen uns echt beeilen, Freunde. Da geht's nicht hoch. Natürlich nicht. Da hinten müssen wir hin. Dann kehre zu Longinus zurück. Ich geb doch schon Gas, Mensch. So, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Scheiße. Ich hab kaum noch Sauerstoff, ey. Mann. Egal, klau ich mir halt von euch. So, Molotow hier. Wo seid ihr? Nein! Boah, da sind aber auch viele, ey. Was geht? Lauf. Lauf, lauf, lauf. Du lebst noch. Lauf. Lauf, geht's auch. Es geht hier hoch. Lauf! So. Da sind noch mehr. Kopfschuss, komm. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Die hab ich doch alle platt gemacht. So, lauf. Ey, das ist ja unglaublich, ja. So. Komm. Komm. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Ja, zieh das Stöckchen raus. Pussy, ja. So, komm. Komm, 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 komm. Ja, halt doch. Ey, will er mich jetzt verarschen? Ich bin noch hier. Mein Gott, ey. Ja, jetzt tut mir echt leid, ne, dass ich jetzt hier nicht nur jeden Gegner platt gemacht habe, aber wir waren eine so ziemlich am Arsch. Außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Puh. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad, deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, herein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa? Business, E.G. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel. In den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das das Licht Gottes eindringen konnte und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündeten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, E.J. Nun geh, sag's ihnen. Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Ja, Freunde, Bergpredigt-Mission beendet. Ja, ob erfolgreich oder nicht, könnt ihr mir gerne beantworten. So, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es weitergeht bei Far Cry 4. Bis dahin, euer Björnsen1. Ciao.